Himmelsgaben. Jesus erläutert rechte Elternliebe und Kindererziehung. Donnerstag, 23. April 1840. Jesus offenbart durch Jakob Lorber in Himmelsgaben, Band 1. Rechte Elternliebe. Gib dem Weibe des Anselmo Hüttenbrenner folgende Worte. Denn ich habe ihre Sehnsucht erkannt und will ihr daher einen kleinen Trost geben, den sie ja beachten soll für sich und für ihre Kindlein, Mägdlein und Knaben. Ich habe Freude an jedem, der Freude hat an mir. Und ich habe des Wassers in großer Menge zu geben denen, die danach dürsten. Und meine Gnade ist ebenso breit als lang und ist nirgends anzutreffen ein schmalerer Teil. Darum verteile du, Mutter des Fleisches, deine Liebe unter die Deinen, wie ich die Gnade, damit keines deiner Kinder ein scheles Auge bekomme aus heimlichem Neide und nicht gut schauen möchte dereinst auf seinen Bruder oder seine Schwester. Habe ein volles und gleiches Maß der Liebe gegen jedes deiner Kinder, damit ich ihnen dann auch ein volles und gleiches Maß der Gnade schenken kann. Sonst aber sollen die mehr Geliebten weniger Gnade und die weniger Geliebten mehr Gnade von mir empfangen. Denn sieh, ich bin ein Vater der Verfolgten, ein Tröster der Betrübten, aber auch ein sehr strenger Richter der von euch zu viel geliebten Kinder. Denn das Übermaß eurer Liebe verdirbt eure Kinder und macht sie unfähig zum Empfangen meiner Gnade. Daher lasse du künftig allen gleich angedeihen, was ihnen nützlich ist, Not und Wohltut, und bezwinge dein Herz, und meine Gnade wird dich in ihre Mitte nehmen. Und glaube, dass ich es bin, der dir das sagt, als euer guter Vater. Was du matt siehst, das sehe ich scharf. Wohin du aber mit aller Schärfe blickst, da schaue ich durch die Finger. Was die Welt richtet, das nehme ich auf. Was aber die Welt erhöht, das wird niederzustehen kommen vor mir. Siehe, die Ehebrecherin, gerichtet von der Welt. Ihre Schuld habe ich in den Sand geschrieben, damit sie der Wind möge verwehen. So sollt es auch ihr alle tun, wollt ihr meine rechten Kinder sein, die ich mehr liebe, als du es je wirst fassen können. So wie die Sonne scheint und wie der Regen fällt auf alles Gras, so sei eure Liebe gegen eure Kinder. Gegen die Fremden aber sei wie sie ein Feuerbrand und ein Wolkenbruch, damit keine Eigenliebe in euch und in euren Kindern herrsche, wodurch dann euer Vertrauen stark werde und ich euch allezeit helfen kann und werde, da wo ihr am schwächsten seid. Das sei dir ein kleiner Trost. Wo ich hinein will, da fege ich zuerst. Das sagt euer guter, heiliger Vater. Amen. Über Kindererziehung. Montag, 8. Juni 1840. O Herr, wie sollen die Kinder erzogen werden, damit sie fähig werden möchten, dereinst deine Kinder zu heißen? Nun so schreibe. Es ist das eine gute und recht gestellte Frage, worauf ich euch eine vollbestimmte Antwort geben will. Aber sehet zu, so ich euch ein rechtes Licht hierin gebe, dass ihr getreue Hirten werdet eurer kleinen Herde, die euch gegeben wurde aus der Tiefe, damit ihr sie bringet zur Höhe aller Demut und dadurch auf den Weg alles Lebens durch das leuchtende Feuer meiner Liebe. Aber es wird euch viel Mühe machen und diese Mühe soll sühnen eure Fleischeslust, die ihr mit euren Weibern vielfach getrieben habt, wodurch euren Kindern erteilt wurde das Kleid der Hure und ein Denkmal im zerstörten Jerusalem und ein weites und tiefes Grab unter dem Schutte Babels. Denn sehet, wäret ihr wiedergeboren gewesen aus dem Geiste meiner Liebe, dann hättet ihr die Jungfrau, die ihr zum Weibe begehrt habt, zuvor reinigen können in den Strömen des lebendigen Wassers,
das da in unendlicher Fülle entströmt wäre eurem Wesen. Und so wäre dann eure Ehe eine himmlische gewesen und eure Kinder gezeugt in der Lust der Engel, welche ist eine wahre Einung der Liebe mit der Weisheit, wären dann Kinder aus den Himmeln und wären schon zur Hälfte wiedergeboren, darin der Geistessame bald gedeihen würde zur Frucht in der neuen Erde, die da ist gelegt in den großen Gärten des neuen Jerusalems. Und die Erziehung wäre euch zur großen Freude geworden im Angesichte eures heiligen Vaters. Da ihr nun aber eure Ehe geschlossen habt in der Finsternis der Welt, zu verrichten die Werke des Todes und zu zeugen Früchte der Hölle, das da sind eure lieben verzärtelten Kinder, so ist es auch schwer, der Brut der Schlangen das Gift zu nehmen. Und es kann dies nicht anders geschehen, als durch die gänzliche Abtötung des Fleisches und volle Gefangennehmung des Willens, weil der Eigenwille solcher Kinder ein rein höllischer oder satanischer ist, da auch nicht ein Funke ist, der da wäre ein himmlischer. So ihr aber meinet, ich sage hier zu viel, da entgegne ich, prüfet eure Brut, und ihr werdet nichts finden als Eigenliebe, Neid, Zorn, Trägheit und Lust gegen alles Ernste und einen heimlichen, entschiedenen Widerwillen gegen alles Göttliche, weshalb sie nur durch Strafen oder weltsinnliche Belohnungen können bewegt werden, irgend einige magere Sätze aus den harten Katechismen zu erlernen. Und nun denn, so ihr solches bei euren Kindern gefunden habt, dann saget und bekennet offen, dass ich euch das nun nur aus meiner übergroßen Liebe des Heils eurer Kinder und eurer selbst wegen sage, dass eure Kinder wahre Kinder der Hölle sind. Wollet ihr nun aus eurer Brut neu zeugen Kinder der Liebe, so müsstet ihr blind sein gegen eine niedliche und geschmeidige Fratze und taub gegen jeden ihrer törichten Wünsche und müsstet schon gleichzeitig gefangen nehmen jeden Funken ihres bösen Eigenwillens, damit da Raum werde für meine Liebe und für einen neuen Willen daraus. Alles, was die Kinder starrsinnig begehren, müsst ihr ihnen versagen, und wäre es auch Gutes, damit nicht der ihre, sondern euer Wille lebendig werde durch die Ergebung und den gerechten und heilsamen Gehorsam in ihren Herzen. Strafet allezeit den Eigensinn und den Unwillen, die Trägheit, die Unlust zum Göttlichen, vorzüglich aber eine sich heimlich im Herzen aufhaltende Geringachtung heilsamer Ermahnungen sowie meines Namens und alles darauf Bezug habenden. Beim Rechttun belobet nicht und noch weniger belohnet die Kinder. Saget ihnen freundlich ernst, dass sie ein Werk des neuen Willens ausgeführt haben, worüber der Vater im Himmel schon eine kleine Freude habe. Und hat ein Kind aus eigenem Antriebe in einer pflichtfreien Zeit als Erholung des Leibes etwas getan, das da scheine, als wäre es etwas Gutes, dann fraget es ja haarklein aus, was es dazu bewogen habe. Und habt ihr es bis auf den Grund erfahren, ob es aus Eigenliebe oder aus Liebe zur Pflicht oder aus Liebe zu euch oder aus Liebe zu mir geschehen ist, so richtet danach allezeit euer Miss- oder Wohlgefallen. Aber mit euren Liebkosungen seid sparsam, wie der Winter mit den warmen Tagen, damit die Fruchttriebe nicht zerstört werden in einer folgenden Versuchung, gleich den Blüten des Frühlings durch einen späteren Reif. Jedoch lasset häufig kalte Winde wehen, damit die Pestluft um die jungen Herzen zur Wohlfahrt des Geistes gereinigt werde. Die Knaben lehret blindlings gehorchen und lasset sie die Ursache des Gebotes in meiner Liebe erkennen und bestrafet deren Neugierde und zu große, zuchtlose Spielsucht und weiset sie strenge zur Ruhe. Die Mädchen aber haltet daheim und lasset ja nicht auch nur die allerleiseste unziemliche Begierde in ihnen wach werden, sei es in was immer, und willfahret ja nie auch nur im allergeringsten irgendeinem Wunsche, bevor euch nicht klar geworden die geheimste Quelle desselben.
hütet sie sorgfältigst vor Zusammenkünften mit fremden Kindern, die eine Welterziehung genießen. Sonst habt ihr selbst schwere Hagelwolken zusammengezogen. Und da wird nicht eine Ähre des Weizens verschont bleiben. Mit dem Alter gehe auch eure gerechte Strenge siebenfachen Schrittes vor. Höret eure Kinder lieber weinen in der Kränkung ihrer verderblichen Eitelkeit, als frohlocken in ihren allzeit hochmütigen Weltfreuden, damit ihr gleich werdet den Engeln im Himmel, die große Freude haben an den reuig Weinenden der Welt. Ein zorniges Mädchen soll fasten siebenmal so lange, als ihr Zorn gedauert hat, damit sie sanft werde wie eine Taube. Eure Liebe sei ihnen verborgen, wie ich euren Augen, damit die neue, zarte Frucht nicht ersticke in der Hitze eines unzeitigen Feuers. Und in dem Maße, wie die Frucht sich zeiget, die aus den neuen Samen des Himmels erspross und fester wird, und wie sicht und sichtbarer wird in ihren Herzen die wahre, reine Liebe zu mir und daraus ein werktätiger Glaube, so auch öffne sich euer Herz in verständiger Liebe zu den geistig neugeborenen Kindern. Sehet, das ist der Weg des Lebens für eure Kinder, und das ist der einzige, und außer diesem gibt es keinen, wie es außer mir keinen Gott mehr gibt. Wer ihn wandeln will, der wird Segen finden und erkennen, dass er aus mir ist. Wer aber tun wird nach dem Buche der Welt, der wird auch da seinen Lohn sicher finden, bei dem Fürsten der Welt, im Pfuhle der Ewigkeit. Amen. Ich, Gott, der Allerheiligste, und Jesus als Vater. Amen.